Herzlich willkommen bei Vineo. Mein Name ist Patrick Ofenhausen und ich zeige Ihnen heute die Verlegung eines Vineo 1000 Biobodens. Dieser besteht aus Polyurethan und wir produzieren diesen aus Raps- oder Rizinusöl. Eine Polyurethan-Oberfläche hat besondere Vorteile. Er ist äußerst strapazierfähig, kratzfest und wir haben ein Rückstellverhalten nahezu 100%. Für die Verlegung der Vineo 1000 Klebevariante benötigen wir folgende Werkzeuge. Wir benötigen unser ganz normales Verlegemesser. Wir brauchen einen Klebespachtel mit der entsprechenden Zahnung, hilfsweise auch einen Winkel zum Zuschneiden der Paneele. Für den Randbereich hat es sich bewährt, eine Handrolle zu nehmen, um diese dort anzuwalzen. Für die Fläche benutzen Sie bitte eine mindestens 40 Kilo Gliederwalze. Vor der Verlegung müssen Sie natürlich den Untergrund auf Verlegereife prüfen. Grundsätzlich muss der Untergrund trocken, tragfähig, sauber und planeben sein. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Videoportal mit dem Video Untergrundvorbereitung. Der Untergrund sollte vor dem Verlegen natürlich gespachtelt werden. Wir empfehlen Ihnen, mindestens 2 mm zu spachteln, optimalerweise in Rakeltechnik. Für den Beginn der Verlegung hat es sich bewährt, den Raum auszuwinkeln, weil nicht alle Wände immer hundertprozentig gerade sind. Wir machen uns nun einen Schnurschlag in der Mitte des Raumes, um einen optimalen Anfang zu bekommen. Nun können wir mit dem Auftrag des Klebstoffes beginnen. Bitte beachten Sie hier auch die Ablaufzeit gemäß der Herstellerangaben auf den entsprechenden Eimern. Tragen Sie nur so viel Klebstoff auf, wie Sie auch in der Einlegezeit einlegen können. Nachdem Sie nun den Klebstoff aufgetragen haben und die Ablüftzeit gemäß Herstellerangaben eingehalten haben, können Sie nun die Fingerprobe machen. Das heißt, Sie gehen mit der Finger einmal in die Klebereife rein und gucken, hat er schon Tack. Dies bedeutet, fängt er schon an zu kleben, spüren Sie schon etwas von der Klebkraft. Sollte dies schon soweit sein, können Sie beginnen, die Vineo 1000 einzulegen. Sie nehmen dazu das Panel und legen es entlang des vorher gemachten Schnurschlages. Um ein Panel zu kürzen, genügt ein ganz normales Verlegermesser mit einer Trapezklinge und einem Winkel. Diesen legen Sie einfach an und dann können Sie mit der Trapezklinge oben die Nutzschicht anreißen, können es brechen und dann auf der Rückseite nachschneiden. Und dann können Sie dies auch schon einlegen. Wir verlegen grundsätzlich fugendicht, aber spannungsfrei. Es empfiehlt sich immer zwischendurch mit der Handrolle schon Teilbereiche anzuwalzen. Dafür gehen wir einfach immer entlang des Panels. Es empfiehlt sich immer zwischendurch zu gucken, wie ist die Klebstoffbenetzung auf der Belagsrückseite. Dazu können Sie einfach ein Panel mal wieder kurz entfernen und schauen, wie sieht es dort im Klebstoffbett aus. Optimalerweise haben Sie 50% des Klebstoffes am Boden und 50% am Panel. Dies ist hier der Fall. Wir haben hier eine optimale Benetzung.
Nachdem Sie nun die gesamte Fläche verlegt haben, sollten Sie einmal mit einer 40 Kilo Walze die gesamte Fläche anwalzen. Nachdem Sie die gesamte Fläche nun mit der großen Andrückwalze angerollt haben, sollten Sie nun mit der kleinen Andrückwalze im Randbereich nachreiben. So schnell und einfach ist die Verlegung unseres Polan Biobodens Vineo 1000. Nun müssen Sie nur noch die Sockelleisten montieren. Hierzu finden Sie separat ein Video in unserem Videoportal. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Patrick Obenhausen. Schönen Tag.